Hallo, willkommen bei Städtisch TV. Ich bin ja von Haus aus Verleger und bekomme immer wieder Manuskripte eingereicht, die mit Word gemacht worden sind oder ähnlichen Programmen. Und dabei stelle ich immer wieder fest, dass die Leute eigentlich keinen Gedanken sich darüber machen, was sie da eigentlich präsentieren, wie sie das präsentieren. Wie könnte man Bücher oder Texte etwas besser gestalten und so gestalten, dass es wirklich Spaß macht, da reinzugucken. Ich versuche bei meinen Büchern das natürlich auch so hinzukriegen, dass sie wirklich gut gesetzt sind und gut lesbar sind. Das ist eine Erfahrungsgeschichte, aber es gibt natürlich auch Grundlagen, die man sich aneignen kann, die man vielleicht wissen sollte. Viele der Typografiebücher oder wie setzt man ein Buch oder wie setzt man eine Zeitschrift, sind sehr teuer, aber es gibt eins, das ist echt günstig, von Hans-Peter Billberg und Friedrich Forstmann. Vor allem Friedrich Forstmann ist mittlerweile ein ganz bekannter Layouter und Typograf, der zum Beispiel für Reklam die meisten Bücher layoutet. Und die haben mal zusammengestellt auf relativ wenig Seiten, was haben wir, 104 Seiten, wie man eigentlich Seiten gut gestaltet, was man bei Schriftarten bedenken sollte, wie man korrigieren sollte, steht in jedem Duden, aber offenbar guckt keiner rein, das merke ich immer wieder, dass Leute die Korrekturzeichen nicht richtig kennen. Wo setzt man die Bilder hin auf einer Seite, wie verfährt man mit Überschriften, was muss man beim Durchschuss, also Zeilenabstand, was muss man bei den Wortabständen bedenken, oder was muss man bei Abbildungen bedenken? Zum Beispiel kommen Abbildungen verschieden auf verschiedenen Papieren. Hier haben sie zum Beispiel unterschiedliche Papiere reingesetzt in das Buch und dann auf mit unterschiedlichen Rastern, Rasterpunkten, aus denen sie Bilder zusammensetzen, haben sie dann die Bilder auf diese verschiedenen Papiere gesetzt. So sieht man die Unterschiede und lernt dann genau, wo das Problem sein könnte, wenn man eben selber mal ein Buch machen möchte. Und es gibt ja immer mehr Leute, die ihre eigenen Bücher machen. Nur sie sollten sie doch versuchen, so halbwegs schön zu machen. Und wer eine Grundlage, eine leichte, einfache Grundlage davon haben möchte, der sollte die erste Hilfe in Typografie nutzen. Ratgeber für Gestaltung und Schrift. Ein tolles Ding. Viel Spaß und tschüss.